Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst für das große mediale Interesse, das mich auch durch den gesamten Wahlkampf begleitet hat und das in vielen Phasen zu einer sehr fairen Berichterstattung geführt hat, in einigen Fällen zu einer etwas tendenziellen. Heinz-Christian Strache hat ein Jahr lang in vielen Gesprächen versucht, mich davon zu überzeugen, dass ich für dieses Amt kandidieren soll. Und es ist kein großes Geheimnis, dass ich mich sehr geziert habe. Ich habe sehr viele Gründe gefunden, warum ich das nicht machen werde. Und ich bin aber froh, dass er mich letztendlich doch davon überzeugt hat, diesen Schritt zu gehen. Ich habe natürlich Bedenken gehabt, ob ich auch als behinderter Mann da in der Lage bin, so einen Wahlkampf wirklich durchzustehen. Bei Nationalratswahlen gibt es ja viele Kandidaten, natürlich den Spitzenkandidaten, aber dann doch viele und das Interesse verteilt sich etwas. Bei Präsidentschaftswahlen bist du wirklich im Mittelpunkt des Interesses und das ist eine große Herausforderung. Aber es war nicht eine körperliche Herausforderung, wie ich mir gedacht habe, sondern eine, wo man es auch aushalten muss, wenn man sich plötzlich einer Kritik ausgesetzt sieht, die man nicht erwartet hat. Bei mir war es ja immer so, dass es immer geheißen hat, noch vor meiner Kandidatur, das ist ein Mensch, mit dem kann man gut reden, auch Verhandlungen zu Verfassungsmaterien führen. Und ich habe dann auch im Parlament, wenn man sich die Wahlergebnisse der Präsidenten ansieht, wir sind ja zu dritt, die meiste Unterstützung bekommen. Und dann musste auch von Mandataren anderer Parteien gewählt werden. Und dann plötzlich bist du Kandidat und dann bist du ein unheimlich böser Mensch, der zwei Gesichter hat und unheimlich böse NLP-Tricks anwendet, um den Kandidaten gegenüber zu verwirren. Das ist natürlich nicht der Fall. Für mich war dieser Wahlkampf eine unglaublich positive Erfahrung, weil im Laufe dieser Wochen mit dem steigenden Bekanntheitsgrad eine richtige Euphorie vorhanden war, eine riesige Unterstützung. Viele Gäste bei Veranstaltungen, oft haben die Autogrammstunden und die Termine für Selfies noch weit länger gedauert als die eigentliche Veranstaltung. Unzählige Briefe, die ich zu Hause bekommen habe, Glücksbringer, die Nachricht, dass Menschen für dich beten, das ist alles sehr berührend. Auch jetzt noch rufen Menschen bei meiner Mutter an. Ja? Wir haben gestern geweint am Telefon. Es war wirklich bewegend und eine tolle Erfahrung, wenn man sieht, welche großartigen Menschen hier in Österreich leben und wie sehr sie mit dir als Politiker mitfiebern. Also ich kann sagen, von Politikverdrossenheit, die immer wieder herbeigeschrieben wurde, ist in Österreich keine Spur. Die Menschen interessieren sich für Politik und leben auch mit, wenn es um den Kandidaten geht, der sich einer Wahl stellt.